brauche mal wieder länger als alles andere, aber das ist mir tatsächlich egal. Und dann geht's wieder rüber zu Final. Ah ja, perfekt. Ich hoffe, es geht dir soweit gut, Niklas. Ich hoffe, du hattest einen recht angenehmen Tag. Ja, passt schon, passt auch in der Arbeit. Sehr gut. Also lief das Gespräch gut. Entnehme ich dem mal. Bist du fertig mit allem, was du tun wolltest? Eigentlich noch nicht. Okay. Haven ist schön. Ich wünschte nur, es würde sich wie zu Hause anfühlen. Es wird es hoffentlich bald für uns. Okay. Mist, ging der Scherz zu weit? Habe ich vielleicht übertrieben? Es war gewagt, das muss ich schon sagen. Ach ja. Hätte aber nicht gesagt, dass er hier drin misspricht, ne? Hey, Alex. Ich bin jetzt bereit für einen Drink. Wunderbar. Hey, Jet, könnten wir eine... Und fasst euch kurz. Sie ist im Dienst. Weißt du, dein Bruder spricht über deine Anreise schon seit Monaten. Den Eindruck bekomme ich auch. Ich erinnere mich genau an den Tag, als er deine Nummer herausfand. Er hat allen gleich davon erzählt. Wirklich? Ja. Irgendwie ist die Stimme echt weird. Ziemlich herzerwärmt. Hast du gestern mit Ducky und Gabe rumgehangen? Wer's verraten? Ducky hat anscheinend seinen Lieblingswhisky verloren. Ist der vielleicht oben? Oh, Mist. Hast du ihn damit vielleicht gesehen? Nee, als ich ging, war er immer noch hier unten. Oh, weißt du was? Schau mal auf Gabes Wall of Shame. Da findest du vielleicht belastende Beweismittel. Ehrlich gesagt, habe ich Ducky dort oben auch gesehen. Ich wusste es. Schau noch mal. Vielleicht findest du was. Tja, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Bis dann, Alex. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Irgendwie. Okay. Sehen wir mal, ob ich Duckys Whisky hier oben finde. Da komme ich immer noch nicht hin. Okay. Videospiele. Ich muss aber erstmal arbeiten. Viel Spaß noch. Treibt es nicht so wild. Bis morgen. Alles gut, Hybrid. Bis morgen. Viel Erfolg auf der Arbeit. Da. Sieht ja alles ganz gut aus. Aber kein Roggenwhisky. Roggenwhisky. Aha. Roggenwhisky. Vom kleinen Fass. So klein ist Fässchen gar nicht. Ach, hier steht nur Roggenwhisky vom kleinen Fass. Der sagt. Nee. Du hast nur 50% Alkohol. Nee, wirklich nicht. Oh Mann.
Oh, bitte nicht. Du bist gerade nach Hause gekommen. Ich hätte dich gerne noch 2 Tage den länger. Den habe ich oben gefunden. In nur 2. Gabes Couch. Wirklich? War wohl eine wilde Nacht. Vielen Dank, hallo, Luna. Alex. Danke, Luna. Ruhe, Frisches. Genau das. Es ist mein erster Arbeitstag hier, also legt ihr ein gutes Wort für mich ein? Sie weiß, was sie will. Darf ich eingießen? Oh nein, nein, die Ehre gebührt mir. Auf Miss Alex Chen, die beste Detektivin der Welt. Auf Alex. Prost. Die trinkt ganz schön viel dafür, dass sie im Dienst ist. Ich habe gemacht, was Jet wollte. Ich sollte ihn fragen, ob er noch was braucht. Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden. Er hätte Gabe mal mit Dad erleben sollen. Seitdem ist viel passiert. Bist du fertig? Ja, ich habe mich um alles gekümmert, was du erwähnt hast. Gibt es noch etwas, das ich tun soll? Nee, die Jungs sind gleich zurück. Wenn man vom Teufel spricht. Wie fühlst du dich? Weder gut, noch schlecht. Alex ist für dich eingesprungen. Echt jetzt? Wir müssen reden. Ich warte auf dem Dach, okay? Okay. Das wär's dann für heute. Das lief doch toll. Du wärst eine super Ergänzung fürs Team. Man lässt einen verletzten Mann nicht so lange warten. Schau lieber mal nach ihm. Danke. Na dann, bis morgen. Okay. Ich sollte mit Gabe reden. Schöne Dachterrasse. Und Berge. Ganz viele Berge. Ich auch, Luna. Ich Willst auch. Willst du mich mit Schweigen bestrafen? Ich könnte es verstehen. Hör mal, Gabe, es tut mir wirklich so leid. Oh, Bier! Bier, me! Oh, Mann. Bier! Bier, me! Was? Ich... Der Move war doch geplant. Nein. Naja, nur so halb. Also, brauchst du einen Manager für deine Cagefighter-Karriere? Gabe, es tut mir so leid. Wie vielen Leuten hast du schon, naja, die Knochen gebrochen? Mann, es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldige dich nicht. Mir geht's gut. Aber wo wir gerade davon reden... Mir war nie klar. Dass ich ein verrückter Mensch bin? Nein, komm schon. Mir war nie klar, was du durchgemacht hast. So ganz allein. War schon okay.
Als ich dich von Mac weggezogen habe, du mich geschlagen hast, war ich wütend. Aber wie du ihn auseinandergenommen hast, hast du schon mal gemacht. Kinder in Heimen prügeln sich. Oft. Ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Scheint so. Ich kann sehen, dass du zu kämpfen hast. Etwas quält dich. Willst du darüber reden? Ja. Ich will ja mit Gabe reden. Aber was soll ich ihm nur sagen, um die Sache mit Mac zu erklären? Öffne ich's doch schon mal. Öffne ich das Ding doch schon mal. Ja. Das hier ist Arbeit. You. Ja, lass dir Zeit. Okay. Dann wechsle ich einmal ganz kurz das Papier. Hampelmann. Ja, mach gleich weg. Das und das. Das. Und. Luna! Wir müssen hier gerade was machen. So. Gleich wieder für euch da. Incoming Idaria soon. Soon as possible. Idaria incoming out first. What? Outcoming first, you did it again. What? Was willst du? Don't touch it. Nicht so laut. Ich habe nur ein Ohr besetzt. Bring it down! Oh, nicht so laut. Ich bin doch nicht laut. Was denn für eine Maut? So. Sollte er, wenn er gut ist.
Hier gleich. Oh, okay. Bitteschön. Wir lassen uns immer Zeit. Sag immer, lieber spät als nie. Ich komme immer genau dann, wann ich es beabsichtige. Wie ein Zauberer. Also immer zu spät. Jo. Jo. Aber ich komme. Schein reicht. Arbeit an zwei Fronten. Ich führe hier gerade einen Zwei-Fronten-Krieg. Mhm. Da. Wunderbar. So. Da. So. Wir sind wieder da. Ich. Was muss ich machen? Du gar nichts. Kann man mich hören? Ja. Gut. Kann man. Was muss ich machen? Du gar nichts. Okay. Ich muss es warten. Was spielst du noch für Quatsch? Life is Strange, True Colors. Ihhh. Kennst du da gar nicht? Nee. Siehst du. Ja. Okay. Dann lasse ich eben meinen Frieden. Das bringe ich morgen weg. Ja, super. Das wird aber ein Weg. Erst dahin, dann in die Stadt und dann zur Arbeit. Oh. Armes Tigerkatzitazilein. Alles für meine Frau. Und für das andere. Für uns. Nein. Bitte. Mhm. Wenn, dann für uns. Knutschchen. Das hat er jetzt nicht getan. Ich werde geschlagelchen. Geschlagelchen. Sagst du mir Bescheid, wenn du ins Bettchen gehst? Ins Bettchen? Dann sage ich meinem Mädchen Bescheid, wenn ins Bettchen. Okay, mein Männchen. Ja. Autoschlüssel habe ich mit. Okay. Liebe dich. Tschüss mit Ö. Das wird Ding. Jo. Ja, Entschuldigung, meine Bestellung war, musste ich da erstmal ganz kurz fertig machen. Arbeit über Arbeit. War Arbeit. Okay. Gut, dass ich gerade eine Pause gemacht habe. Also. Sollen wir. Arbeit geht vor. Es ist halt beides Arbeit, ne? Aber ja, hast recht. Nee, aber sollen wir unserem Bruder nur von unserer Vergangenheit erzählen? Oder ihm auch von unserer Kraft erzählen? Denn wir können ja die Gefühle der Menschen sehen. Arbeit vor Arbeit. Ja, die eine Arbeit vor der anderen Arbeit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Rein theoretisch. Ist diese Kamera halt blöd. Auch von der Kraft, okay. Es gibt übrigens eigentlich ein ganz cooles Feature. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das einbinden kann. Kon, vor allem. Dass ihr mit abstimmen könnt. Mit mir. Also über das Spiel selber. Stimmt. Etwas nicht. Ich. Vielleicht spiele ich weiß, das irgendwann nochmal. Und dann spielen wir eure Version ich quasi. Ich kann eine Aura um sie herum sehen. Und wenn die Gefühle stark genug sind, wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind, ja, ne? Fühle ich es auch. Vielleicht kann ich das zum nächsten Mal einbinden. Und verliere die Kontrolle. Und das passiert schon sehr lange. Wie bei Mac. Ich spürte all die Wut. Als wäre es meine. Ich denke, dass Max Wut recht offensichtlich war. Dahinter steckt mehr. Er war nicht nur wütend auf dich, sondern auch auf sich selbst. Er denkt, er wird Riley verlieren. Hast du das von Riley? Nein,
Niemand hat's mir erzählt. Ich fühl's. Sicher, dass es nicht... Es ist nicht nur in meinem Kopf, Gabe. Versprochen. Es liegt nicht an Stress, Medikamenten, Trauma oder sonst was. Es ist real. Kannst du mir sagen, was ich gerade fühle? So funktioniert das nicht. Es geht nur, wenn du starke Emotionen fühlst. Oh. Ich erwarte nicht, dass du mir glaubst. Das tut niemand. Du fühlst also wirklich, was andere Leute fühlen? Ja. Du gehst sozusagen in ihr Herz. Ich denke schon. Alter, du hast Superkräfte. Jetzt verarschst du mich, oder? Im Ernst? Hast du irgendwas gehört, was ich gerade gesagt habe? Es ist furchtbar. Okay, okay. Superkräfte ist vielleicht zu viel. Aber... ich weiß die meiste Zeit nicht, was mit den Leuten los ist. Charlotte versucht mir beizubringen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, aber das ist ein anderes Level. Ich meine, du verstehst sie so richtig. Das ist echt besonders. Besonders? Das ist alles, was du dazu sagst? Absolut. Ich meine, es ist, was du draus machst, oder? Aber es ist egal, was passiert. Ich bin für dich da. Vergiss das nicht. Also, wann wolltest du mir von der Gitarre erzählen? Oh shit, du hast sie gefunden. Sollte eine riesige Überraschung werden. Überraschung? Und? Was denkst du? Ich liebe sie. Vielen Dank, wirklich. Kein Ding. Willkommen daheim. Oh, hey, was ist los? Hey, ist Ethan hier? Nein, er wollte nach Haus. Das war er, aber ich kann ihn nicht finden. Oh, er sollte doch nicht rumstreunern. Ich suche ihn. Gabe, warte. Vorhin, da habe ich mit Ethan gesprochen. Da meinte er, er will in die Berge und die alte Mine auschecken. Was? Warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Wenn er wirklich da oben ist, müssen wir uns beeilen. Los. Okay, dann los. Alles klar, Luna. Ethan! Komm
Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hier lang. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Sollte ich jetzt, weiß nicht, total ausflippen? Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden, auszuflippen. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte bis heute noch Hausarrest. Was sagen sollen? Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja, aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Okay. Jung. Aber das Wie gucken wir uns beim nächsten Mal an. Den ist es 21 Uhr. Und ich wechsle jetzt auf FF14. Weil mein Plan ist eigentlich heute nicht ganz so lang zu machen. Ich weiß nicht. Per FF14 könnte es wahrscheinlich doch wieder länger werden. So, und ich denke mal, dass wir hier auch gespeichert haben. Jo. Ich hoffe es einfach. Jo. Und wie gesagt, ich habe eigentlich eine Möglichkeit. Ich muss nur eine Square Enix-Ding. Und dann Stream packen. Also, wo ihr abstimmen könnt. Vielleicht mache ich das sogar zum nächsten Mal. Vielleicht geht das ja. Doch im Nachhinein. Mal gucken. Bin gespannt. Aber wir beenden erstmal.